So, liebe Leute, jetzt möchte ich euch Black Desert Online vorstellen. Ein neues Sandbox-MMORPG, also zumindest bei uns in den Breitengraden. Neu, es ist in Korea von Pearl Abyss entwickelt und ist dort schon seit 2 Jahren draußen. In Europa und Nordamerika wird es von Daum Games veröffentlicht, jetzt vor 2, 3 Wochen. Ist es rausgekommen? Und ich weiß ja, im Studio gibt es ganz, ganz viele von euch, die überhaupt keine Aktien mit MMORPGs habt. Na, deswegen stelle ich euch normalerweise nur MMORPGs vor, wenn sie was ganz, ganz Besonderes haben, wie zum Beispiel Otherland, da war es die Story gewesen, oder eben Black Desert Online, was eigentlich so vieles anders macht als die klassischen MMORPGs. So, dann schauen wir mal rein. So, da ist jetzt mein Charakter, mein Kang. Wie ihr hier seht, den drehen, nee, kann man hier gar nicht drehen. Der Charakter-Editor ist natürlich das erste, mit dem man in Verbindung kommt bei so einem Spiel normalerweise. Und der ist hier wirklich gigantisch. Also ich bin jemand, der kann in Charakter-Editoren wirklich lange verbringen. Und das war definitiv der Charakter-Editor, bei dem ich am längsten verbracht habe. Ich glaube, 3 oder 4 Stunden habe ich an dem rumgebastelt, bevor ich überhaupt angefangen habe zu spielen. Also Charakter-Editor ist für mich immer ein ganz, ganz großartiges Thema. Und da das Spiel schon mal direkt, also den größten Pluspunkt, den es überhaupt bei mir hätte haben können, kriegt wirklich, also 3, 4 Stunden habe ich locker gebraucht. So, dann sagen wir jetzt mal verbinden und gehen in die Welt hinein. So, das ist der Ladebildschirm. Auch hier, das letzte Mal hatte ich ja schon bei XCOM 2 erzählt von Ladebildschirmen, die animiert sind, ist der hier auch. Der ist auch tatsächlich, also diese Sachen, die ihr hier seht, das sind alles Sachen, die ihr entdeckt. Das sind auch wirklich nur die Sachen, die ich entdeckt habe. Ihr seht auch im Hintergrund schon das, was da auch wirklich an diesem Spiel das Besondere ist. Diese ganzen Verknüpfungen, Handelsposten und so. So, beginnen tut ihr eure Reise, euer Abenteuer in diesem Spiel in dem kleinen Dorf Olvia, was ihr hier seht. Was ihr hier auch schon sehen könnt, das ist der Grafikstil, der wirklich sehr, sehr realistisch ist. Lustig ist auch, dass der Charakter die ganze Zeit in die Kamera guckt, wenn ich die Kamera vor ihm habe. Er guckt dann aber nach vorne, wenn ich die Kamera dahinter habe. Also der Grafikstil ist sehr, sehr realistisch. Es ist jetzt also nicht wie irgendwie in anderen comicartigen, cartoonartigen MMORPGs, dass hier irgendwelche bombastischen Sachen gemacht werden mit riesigen Effekten und so weiter. Also Effekte sind schon drin, die Grafik ist wirklich phänomenal, aber sie ist sehr, sehr realistisch gehalten. Und eine ganz wichtige Sache, es ist nicht Copy und Paste die ganze Zeit. Ne? Ihr habt vielleicht in anderen Spielen, MMORPGs vor allem, schon gesehen, dass die Häuser alle gleich aussehen. Also beziehungsweise andersrum, dass man nur 2, 3 verschiedene Sorten Häuser hat und die immer wiederkehren. Das ist hier nicht der Fall. Es ist hier wirklich die ganze Zeit, sieht es hier sehr, sehr detailliert anders aus. Auf die ganzen MMORPG-Sachen gehe ich jetzt mal nicht ein. Ich gehe mal davon aus, das weiß jeder, ne? Es gibt hier Leute, die man ansprechen kann. Hier ist jetzt ein Einzelwarenhändler, bei dem kann ich in den Laden reingucken und so weiter. Hier vorne diese gelben Zeichen, die ihr da seht, das sind Questgeber. Die haben dann Quests für mich, wie man das von anderen MMORPGs auch kennt. Aber eine ganz wichtige Sache, es gibt kaum Quests, kaum Kill-Quests. Also diese, oh, mein Hof wird angegriffen, töte 12 Wölfe. Und man kommt zum nächsten Hof, oh, mein Hof wird auch angegriffen, töte 12 Wölfe, die ja wirklich sehr, sehr langweilig sind. Die gibt es kaum. Ja, ihr seht auch oben links, mein Level ist erst 26. Der Max-Level ist eigentlich nicht festgelegt im Moment. es gibt aber, ich glaube, Level 60 war das, wo es dann, oder 55 schon, wo es sehr, sehr schwer wird, weiterzukommen. Also es gibt keinen harten Max-Level. Aber der Level ist auch nicht so das Wichtige in dem Spiel. Also wie gesagt, ich spiele es jetzt seit 3 Wochen und bin erst Level 26, also hört sich jetzt nach erst an. Wenn ihr über dieses Spiel lest, dann werdet ihr lesen, dass man problemlos innerhalb von 10 bis 15 Stunden auf Max-Level, auf Level 50, Level 55 kommen kann, einfach durch Mobs töten. Das ist richtig, das kann man in der Tat, ist aber nicht Sinn des Spiels, also ist jetzt überhaupt nicht vorrangig. Es gibt so viel zu tun, so viel zu entdecken. Und was ist zu entdecken? Das zeige ich euch jetzt mal. So,
So, und zwar gehen wir dazu auf die Weltkarte. Da seht ihr hier oben links dieses blaue. Das ist das Dörfchen Olvia, in dem man startet. Die Weltkarte selbst wird natürlich wesentlich größer. Hier geht es dann weiter. Da drüben ist Vilja. Und hier unten hinter der Bergkette ist die große Stadt Heidel, die ich jetzt schon entdeckt habe. Insgesamt, ich scroll mal ganz raus. Ihr seht, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von der riesigen Weltkarte. Also ich habe echt noch nicht alles entdeckt. Da gibt es noch ganz, ganz viel. Und es ist auch so, tatsächlich in Korea sind schon zwei weitere Gebiete draußen, die hier natürlich auch nach und nach kommen werden. Ich will euch jetzt als erstes mal was an der Küste zeigen. Und zwar hier an diesem Posten. Hier auf dieser Karte könnt ihr nämlich da Küstenhöhle, zu der will ich. Da klicke ich mit rechts drauf und dann seht ihr hier einen Pfad. Das ist der Pfad, der wie in Navi quasi direkt schon festgelegt wird. Denn es gibt in diesem Spiel nicht sowas wie Greifen oder Portal oder so. Gut, vielleicht gibt es irgendwann mal Portale, aber das ist also nicht die Regel. Die Fortbewegung ist tatsächlich normalerweise per Fuß. Ihr seht, hier ist mein Navi-Streifen. Ich drücke jetzt einfach die Taste T und der Charakter läuft los. Läuft jetzt dahin. Das dauert auch seine Zeit lang. In der Zeit, wo man läuft, skillt man nämlich nicht wirklich den Level oben. Der ist nämlich wirklich gar nicht wichtig. 26 ist nicht wichtig. Viel wichtiger sind hier Sachen wie Ausbildung, Atem, seht ihr hier. Ja, diesen Atem, den trainiere ich damit, indem ich viel über die Karte laufe. Und der läuft auch wirklich alleine. Also ich könnte mir jetzt einen Kaffee holen gehen, irgendwas anderes machen. Das ist jetzt überhaupt kein Problem. Das hört sich jetzt unspannend an, passt aber insgesamt zu dem gesamten Spieldesign. Man kann dann später, das zeige ich euch noch, weil das habe ich schon, ein Pferd und einen Wagen kann man sich besorgen. Damit geht das Ganze natürlich schneller. Im Moment bin ich wirklich noch dabei. Ich will jetzt hier erstmal meinen Atem auf Max-Level kriegen. Das ist, soweit ich weiß, 30. Ich bin im Moment bei 24, damit er schön viel durch die Gegend läuft. Ihr seht hier auch noch weitere Werte, wie zum Beispiel Stärke. Stärke, das zeige ich euch auch noch. Das ist, wenn man irgendwelche Handelswaren von A nach B transportiert. Was ich euch gerade hier zwischendrin mal zeigen möchte, das Spiel hat ganz, ganz viele Minigames. Ich habe hier zum Beispiel Kühe, die kann ich melken. Ja, das sieht dann so aus. Ich setze mich daran. So, dann geht's los. Links, rechts, zack, und schon verkackt. Aber ihr könnt es euch vorstellen. So gibt es ganz, ganz viele Minigames. Nein, ich will jetzt nicht nochmal melken. So, und zwar das Minigame zum Anfreunden, das sieht so aus. Ich spreche die an. Na, und sage dann hier Gespräch. Das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, da gibt es auch ganze Abhandlungen drüber, wie das eigentlich funktioniert. Und zwar geht es darum, hier unten habe ich quasi die Themen, über die ich mich mit dem NPC unterhalten kann. Das sind jetzt hier Personen, das kann aber, können aber auch Orte sein, das können Monster sein. Dieser NPC tut sich jetzt eben für Personen, für bestimmte Personen, die man auch erst freischalten muss, interessieren. So, da kann ich das Gespräch jetzt starten. So, wie das Gespräch jetzt abläuft, das erkläre ich jetzt nicht. Das ist echt eine Wissenschaft für sich, dieses Minigame. Aber indem ich mich immer weiter mit einem NPC anfreunde, kriege ich gewisse Goodies. Eventuell wird ein Laden freigeschaltet. Oder ich erhalte ein spezielles Wissen. Oder ich kriege sogar eine Quest dafür. Funktioniert für die einzelnen NPCs wirklich einzeln. Es gibt also keine Fraktionen in diesem Sinne. So, jetzt bin ich an der Küstenhöhle angekommen. Ah, hier hinten, da seht ihr die Postenverwaltung. Ihr seht hier diese weißen Linien abgehen. Das sind die Posten, mit denen dieser Posten hier verbunden ist. Hier seht ihr das wunderschöne Meer. Ihr könnt hier angeln. Es gibt auch Flöße, die kann man sich bauen. Man kann dann aufs Meer hinaus. So, was ich euch mal zeigen möchte, ist, dass es hier ganz, ganz, ganz viel zu entdecken gibt. Normalerweise in anderen Spielen wird man dafür gebannt, wenn man irgendwo versucht, irgendwelche Glitches in der Map zu finden oder irgendwo hochzukommen oder sonst was. Hier ist das anders. Hier wird man dazu animiert. So, und damit ihr das auch selbst findet, wo das ist, mache ich jetzt mal einen kleinen Cut und stelle mich direkt davor, damit ihr nicht wisst, wie man da hinkommt. So, das sieht hier jetzt relativ unspannend aus, aber klettern. Zack. Und dann kommt man hier hinten.
eine kleine Höhle rein, wo man jemanden findet, mit dem man was machen kann. Was natürlich genau, sage ich euch jetzt nicht. Aber es gibt hier ganz, ganz viel echt zu entdecken. Es gibt wunderschöne Plätze, wo man hochklettern kann. Also wirklich ganz, ganz hoch. Und das Spiel animiert, wie gesagt, einen auch dazu. Es gibt da auch Quests dazu, die jetzt zum Beispiel zu diesem Typi hier führen. So, wieder raus aus der Höhle. Ja, es ist jetzt 5 Uhr irgendwas. Das heißt, die Sonne geht auch bald runter. Das ist auch sehr, sehr großartig gemacht. Also, Tageszeiten, Wetter sieht wirklich wunderschön hier aus. Die Nacht ist dunkel. Endlich mal ein Spiel, bei dem die Nacht wirklich dunkel ist. Ob das also wirklich Sinn macht, das werdet ihr dann sehen. Es ist hier gleich dunkel. Auch eine Laterne mitzunehmen, sonst sieht man nämlich echt kaum was. So, ich gehe jetzt mal Richtung Venia und dann sehen wir uns da gleich wieder. Und hier begrüße ich euch jetzt zu einem wunderschönen Sonnenuntergang am Meer. Na, ich stehe hier oben auf der Klippe, schaue aufs Meer hinunter. Es ist immer so süß, wenn in die Kamera kommt. Ja, nee, ist klar. Hier hinten ist ein Gehöft. Da kommen wir gleich dazu. Und hier unten, da seht ihr die Stadt Venia. Mal ein bisschen raus, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. So. Dieses Gehöft da hinten, das ist jetzt das, was das Spiel unter anderem zum Sandbox-Spiel macht. Denn ich habe ja schon gesagt, Sandbox-MMORPG, was ist das? Sandbox heißt grundsätzlich, dass ich einen ziemlich großen Einfluss auf die Welt an sich habe. So, ich schalte mal wieder das UI ein, damit ich hier auch mit den Leuten interagieren kann. Ich habe also einen großen Einfluss auf die Welt. Ich kann hier Dinge machen, Dinge in die Welt bringen. Das kann ich auch bei anderen MMORPGs, aber meistens nicht dauerhaft, dass ich irgendwelche Sachen verändere oder irgendwelche Sachen aufbaue oder so. Das ist hier allerdings möglich. So, hier ist der Bauernhof. Ich habe hier vorne die Postverwaltung von dem Bauernhof. Das ist der Severo Laube. Mit dem kann ich mich unterhalten. Und habe hier dann die Postenverwaltung. Hier seht ihr den Laubenhof. Da bin ich jetzt gerade. Ich habe hier schon gemietet eine kleine Hütte. Und zwar kann ich hier, habe ich hier einen Erntebündler. Mit dem kann ich zum Beispiel, wenn ich Bananen oder Kartoffeln oder was weiß ich vom Acker hole, kann ich das hier entsprechend verarbeiten. Also wie genau, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das seht ihr dann im Spiel. Aber ich kann hier einzelne Häuser mieten. Na, 2 Stück hier auf dem Bauernhof. Und kann mit denen dann entsprechend Dinge machen. Dinge, TM. Ne? Ja. So, ich habe aber auch hier ein Feld. Da gibt es Kartoffeln. In dieses Feld habe ich jetzt investiert auf diesem Bauernhof. Das heißt, ich kann bei diesem Feld abbauen. Ich habe hierzu entsprechende Arbeiter. Da sind meine Arbeiter. Nein, sind sie nicht. Muss ich hier auf der großen Karte machen. Da sind meine Arbeiter. So, die sind jetzt alle sehr, sehr erschöpft, weil ich sie habe arbeiten lassen. Aber nur, um euch zu zeigen, dass man sie regenerieren kann. Und zwar mit Bier. Das habe ich hier. Das habe ich gebraut. Das muss man selbst machen. Oder man kauft es natürlich im Auktionshaus, was natürlich teurer ist. So, hier kann ich sagen, zack, einmal alle Arbeiter auffrischen. So, jetzt habe ich hier in Venia, in der Stadt, habe ich mehrere Arbeiter. Ich kann jetzt einen von diesen Arbeitern zu diesem Hof hier schicken, zu den Kartoffeln. Ich kann hier also zum Kartoffelhof gehen, sagen, der soll hier 3-mal Kartoffeln ernten. Einmal Kartoffeln ernten dauert hier 45 Minuten, 13 Stunden. So, dann sage ich Arbeit beginnen. Und jetzt seht ihr hier, Moment, ich gehe mal hier entsprechend hin, seht ihr hier den Arbeiter loslaufen. Unten rechts, da läuft so ein kleiner Mannequin auf der Karte rum. Das sieht hier natürlich unspannend aus. Der läuft aber auch tatsächlich in der Welt rum. Wir gehen dem mal entgegen. So. Der müsste jetzt nämlich hier gleich kommen. So, ich laufe mal hier die Straße Richtung Elia. Da müsste mir eigentlich gleich dieser Arbeiter entgegenkommen. Mein Arbeiter. So, was sind die ganze machen? Was ist der Arbeiter auf der Karte? Ach ja, da. Okay, da müssen wir gleich entgegenkommen. So, hier seht ihr auch Wagen. Das sind entweder andere Spieler oder tatsächlich auch Warenlieferungen. Man kann nämlich auch Waren von einer Stadt zur anderen liefern lassen. Da kommt mein Arbeiter. Hier seht ihr, da, der Riese ist das. Riese ist eine der
Rassenklassen, die man hier auswählen kann. Es gibt hier übrigens einen Rassenklassen-Dock. Also ihr könnt nicht verschiedene Rassen auswählen für verschiedene Klassen, sondern eine Klasse ist festgelegt auf eine bestimmte Rasse und sogar auf ein Geschlecht. Das ist hier auch besonders, macht jetzt aber keinen wirklichen Einbruch. So, mein Arbeiter, der geht jetzt hier auf den Bauernhof. Fängt gleich an, da Kartoffeln zu ernten. Diese Kartoffeln, die wird er dann bringen in mein Lager in Velia, denn ihr habt in jeder Stadt ein eigenes Lager. So, ich beam mich mal kurz nach Velia. So, da vorne ist der Eingang von Velia. Ja, die Sonne geht immer weiter unter. Ihr seht, hier gehen auch langsam die Fackeln an. So. Ja, die Städte sind auch sehr, sehr schön aufgebaut. Also wirklich nicht Copy und Paste. Es ist also verwinkelt und... Ach, hast du nicht gesehen? Hier spielt sogar ein Band. Achso, ja genau, hier ist das Auktionshaus. Da ist das Auktionshaus. Und die Band steht hier, ne? Damit die Leute, die bei den Auktionen mitmachen, entsprechend auch viel Spaß haben. So, ganz im Assassin's Creed-Style kann man hier Parkour-Geschichten machen. Zack. Und hier ist mein Lager. Natürlich auch das Lager der anderen, deswegen ist hier richtig viel los. Da seht ihr mein Lager und da wird auch gleich der Arbeiter seine Sachen, wenn er die abgebaut hat, ihn transportieren. Da kann ich die jetzt abholen. Und kann dann weitergehen. Ich habe hier auch in Velia mehrere Sachen angemietet. Hier zum Beispiel eine Schiffswerft. Die ist mir. Wenn das so grün ist, die Schrift, dann ist es mir. Das ist auch cool, das ist auch mir. Habe ich so viel hier gemietet, okay. Und ich kann natürlich auch eine eigene Behausung machen. Die habe ich hier direkt, da ist die Kneipe. Und da. Und ich habe mir gedacht, praktisch ist es direkt über der Kneipe, ne, wie sich das gehört, seine Wohnung zu haben. Die ist nämlich hier. Das Schöne an den Wohnungen ist, die sind zwar instanziert, natürlich kann jeder diese Wohnung kriegen. Es ist nicht so, wenn ich die habe, dann ist die blockiert. Aber sie sind instanziert. Es gibt aber keinen Ladebildschirm. Ich gehe rein und bin in meiner Wohnung drin. Keinen Ladebildschirm. Obwohl das jetzt eine eigene Instanz ist. Ich kann hier sogar rausschauen. Ist jetzt hier nicht eingebaut, weil meinen eigentlichen Wohnsitz habe ich in Heidel. Da kommen wir gleich noch hin. Die Sonne geht immer weiter runter. Das sieht richtig geil aus. So, was man hier noch machen kann, vorne am Meer, ist natürlich Angeln. Mal, da werdet ihr ganz, ganz viele Leute beim Angeln sehen, denn das Spiel lädt dazu ein, AFK zu sein. Das Angeln funktioniert zum Beispiel, wie einige andere Sachen, auch AFK. Das heißt, wenn ihr nicht am Rechner seid. Das heißt, die Leute stellen sich hin, wenn sie nicht am Rechner sind, zack und angeln hier. Ganz, ganz viele. Damit treibt ihr natürlich den Angelskill hoch oder macht irgendwelche Skill-Hochtreibung, also wenn die irgendwas leveln wollen, gegen die Schule Skill. Was es hier auch gibt, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ist, man kann sich richtige Schiffe bauen. Ich habe jetzt hier dummerweise nur ein Floß. Das hole ich euch, hole ich mal aber raus für euch aus der Werft. Da ist das Floß. Fernen. Ja, die deutsche Übersetzung ist auch jetzt nicht so doll. Die englische ist aber genauso beschissen. Also, da hat sich Daumgames wirklich, also noch nicht mit wirklich Ruhm bekleckert, aus dem Koreanischen das zu übersetzen. Es sind teilweise die Namen von irgendwelchen Items in der Questbeschreibung anders, als sie dann wirklich sind. So, ich habe meinen Floß Krapfen genannt, was ich jetzt hier irgendwo unter den Schiffen finden muss. Ah, da ist es. Krapfen, da heißt es. Zack. So. Da seht ihr mein Floß. Und auf diesem Floß kann ich jetzt hier raus. Aufs Weite. Der mache ich jetzt natürlich nicht, wenn es dunkel ist. Ich wollte euch das bloß mal zeigen. Ich wollte hier wieder ein bisschen zurück. Das ist ein bisschen schwer. Los. Das mache ich mal und dann sehen wir uns gleich. So, mittlerweile wird es hier schon einigermaßen dunkel. Die Sonne geht runter. So, kommen wir jetzt zum Handeln, wie das funktioniert. Also man kann entweder die Sachen, die man herstellt, kann man von Stadt zu Stadt transportieren, denn jede Stadt hat ein eigenes Auktionshaus. Es ist also wirklich so, dass man auch stärkere Gegenstände bauen kann, um sie dann zum Beispiel im Auktionshaus zu stellen, in einer Stadt, wo eher Anfängerspieler drin sind. Natürlich mehr Geld
Oder man kann hier Handel betreiben. Das ist der Handelsposten in dieser Stadt. Den gibt es auch an mehreren Stellen, auf Bauernhöfen teilweise. Die haben dann verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Luxusgüter. Wir haben hier velianisches Kristall. Genau, das nehmen wir mal. Kaufbedingungen besser als Handel. Nee, gut, haben wir nicht. Ah ja, velianisches Räucherhuhn. Das können wir jetzt zum Beispiel mal nehmen. Können wir mal eins kaufen. So, ihr seht hier links auch entsprechende Handelsstatistiken, Marktstatistiken. So, ich kaufe das jetzt mal. Der warnt mich davor. Ach, und wahrscheinlich gibt es Diebe auf dem Weg. Natürlich gibt es die. So, mein Charakter ist jetzt schwer bepackt mit einem Rucksack. So, an. Schön sieht. So, der arme Kerl schleppt jetzt das Zeug. Und ihr seht, der ist nicht sonderlich schnell. Durch die Gegend zur nächsten Stadt. Das dauert natürlich seine Zeit. Damit skillt man seine Stärke, aber man macht natürlich auch, wenn man Handelswaren transportiert und den Markt entsprechend ein bisschen beobachtet, macht man natürlich auch entsprechend richtig Kohle. Das ist natürlich jetzt, wenn man nur alleine läuft, ist es noch nicht so dolle. Wenn man dann später Pferd und Wagen hat, da kann man dann richtig viel Sachen durch die Gegend schleppen. So. Ich laufe jetzt mal ein bisschen weiter. Das dauert jetzt eine Zeit lang. Ich mache mich auf den Weg zu Heidel und dann sehen wir uns da wieder. So, da muss ich jetzt auch nochmal gerade kurz rein. Ihr hört es schon, es regnet. Hier, ihr seht auch, der Held wird richtig nass. Und nicht nur der Held, sondern auch der Boden, der jetzt hier noch einigermaßen trocken aussieht, werden wir gleich sehen, wird nass werden. Ich hoffe, das gibt einen richtig schönen Wolkenbruch. Hoffentlich kriege ich noch einen drauf, weil die sind natürlich alle zufällig. Das sieht richtig fett aus. Das erste Spiel, wo Regen sich wirklich wie Regen anfühlt. Der Held wird dadurch auch langsamer. Also er wird übrigens... Das war schon der Regen, ne? Gut. Er wird auch nass, wenn man im Wasser war und trocknet auch nur langsamer. Also man sieht ihn noch länger nass. Es ist auch tatsächlich so, in der Mittagssonne, wenn die Hitze heiß ist, fängt er auch an zu schwitzen. Und das ist etwas im späteren Spiel. Soweit bin ich noch nicht, aber das hatte ich gelesen. Der Held kann zum Beispiel in der Wüste einen Hitzschlag bekommen und sterben. Hier seht ihr zum Beispiel eine Pfütze. Die werden auch dann langsam kleiner, wenn der Regen weg ist. Ich hoffe, ich kann euch noch so einen richtigen Wolkenbruch zeigen, weil das ist richtig hammermäßig gemacht. So, dann mache ich mich mal weiter auf den Weg nach Heidel. So, es hat wieder angefangen zu regnen. Ihr seht hier richtig große Pfützen. Aber immer noch kein Gewitter. Allerdings, ihr seht hier, ich bin schon fast in Heidel drin. Ich bin gleich am Handelsposten. Gleich haben wir es geschafft. Es ist auch gleich Nacht. Um 22 Uhr werden die, also 22 Uhr Ingame-Zeit, werden die Monster stärker, aber man bekommt auch mehr EP dafür. So, ich bin gleich am Handelsposten. Dann kann ich endlich den Rucksack loswerden. So, richtig nass und richtig unglücklich. Da ist der Handelsposten. Oh, 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 du hast es gleich geschafft. Und einmal verkaufen und ich bin im Rucksack los. So, seht ihr da unten? Richtig schön, wie das Wasser läuft. Also das ist wirklich ganz toll gemacht. So, in Heidel habe ich auch eine Behausung. Da sind meine ganzen Sachen drin. Jetzt kann ich die Laterne machen. So, und schon wird es heller auf mich. Hier ist meine Behausung. Da möchte ich euch etwas zeigen. Die Detailreichtum, die ganzen Kleinigkeiten in dem Spiel. Und zwar, ihr seht dieses Fenster. Dieses Fenster hier ist zu. Wenn ich jetzt hier reingehe in meine Behausung. So, ich habe hier meine Kochnische, ich habe meinen Alchemietisch, ich habe ein Bett, ist jetzt noch nicht so dolle eingerichtet, soweit bin ich ja auch noch nicht. So, wenn ich jetzt dieses Fenster hier aufmache und dann rausgehe, werdet ihr sehen. Oh Wunder, das Fenster ist auf. Es hört sich jetzt nicht spannend an. Es ist aber, dadurch, dass ja eigentlich die Wohnung eine Instanz ist, meiner Meinung nach ein Detail, was wahrscheinlich auch 99% aller Spieler überhaupt nicht sehen werden. Aber so gibt es ganz, ganz viele kleine Details, so Sachen, die das Spiel halt wirklich perfekt machen. Und dann, wenn ich dieses Fenster aufmache auf der anderen Seite, wenn ich ums Haus rumgehe, zack, und da ist es auch tatsächlich offen.
Das sind so Kleinigkeiten, die halt wirklich diese Spiele so dermaßen realistisch machen. Ich kann euch leider jetzt auch nicht die ganzen Handelssachen, was da möglich ist, Sandbox zeigen, weil ich selbst gar noch nicht so weit bin und auch noch nicht alles freigeschaltet habe. Ich hoffe, ich kann euch irgendwann mal, wenn es euch interessiert, hoffe ich mal, zeigen, was es da sonst noch so alles gibt, was es da alles freizuschalten gibt. Aber jetzt möchte ich euch mal mein Blumenbeet zeigen. Mein Blumenbeet ist da. So, dann laufen wir mal dahin. Das ist da vorne etwas außerhalb. Das ist jetzt etwas, was ich quasi jetzt in dieser Welt gebaut habe. Auf meinem Technikstand natürlich noch nicht so viel. Das ist jetzt hier irgendwie ein kleines Blumenbeet. Oh, ich habe gar keinen Samen hier, den ich da einpflanzen könnte. Egal, ich zeige euch mal mein Blumenbeet. So, gleich ist er da. Da oben ist es, ne? So ein kleiner Zaun drumherum. Da ist mein Beet. Hier könnte ich jetzt, wenn ich einen Samen dabei hätte, anfangen, Samen zu pflanzen, Mais abzubauen, Paprika, was weiß ich, hast du nicht gesehen, alles Mögliche. Das ist jetzt wirklich, ich bin halt noch Level 26, ist noch nicht so weit. Wie gesagt, ich habe noch nicht alle Möglichkeiten freigeschlafen. Lange nicht. Da gibt es noch ganz, ganz viel. Die Welt ist riesengroß. So, ich habe noch einen richtigen Wolkenbruch gefunden hier. Guckt euch an, Schiff, die Kübeln. Der arme Kerl wird klitschklatschnass. Die Straße verwandelt sich in ein Schlammbad. Blitz, es donnert. Ich mach mal die Laterne an. Sieht man das hier vielleicht ein bisschen besser. Richtig nass. Richtig ungemütlich. Das geht dann noch ein Tick heftiger, aber die dann richtigen, heftigen Wolkenbrüche, die sind sehr, sehr selten natürlich zufällig. So, ich bin jetzt wieder zurück in der Nähe vom Handelsposten. Hier ist der Stallmeister, den ich euch zeigen möchte. Der hat in seinem Stall ein Pferd. Da ist mein Pferd, da steht es. Das Schöne an dem Pferd ist, man kann das Pferd einmal alleine reiten, man kann es aber auch zusammen hier mit einem Karren, den man kriegen kann, also vor den Karren spannen. Und dann funktionieren diese ganzen Sachen mit dem Handel natürlich wesentlich besser. Steht jetzt hier, kann ich mal aufschlagen, hat auch ein eigenes Inventar, auf das ich zugreifen kann und damit natürlich die Handelssachen wesentlich schneller transportieren kann. Ja, ihr seht hier, das ist richtig schnell. So, gucken wir nochmal auf die Weltkarte, so zum Abschluss, was ich euch zeigen wollte. Ihr seht hier die ganzen Verbindungen zwischen den Handelsposten. Ja, die Weltkarte, ihr seht das hier zum Beispiel, so eine Ansicht, die kennt ihr aus SimCity, aus City Skylines, ne? Was die Bodenressourcen sind. Da seht ihr die Grundwasserinfo, da ist jetzt im Moment nicht so viel, aber ihr seht zum Beispiel hier, wo es eben geregnet hat, wo ich bin, da ist das Grundwasser natürlich richtig viel. Was haben wir noch? Dann haben wir die Temperaturinfo, die ist hier natürlich gemäßigt, das sieht in der Wüste dann schon wieder anders aus. Die Luftfeuchtigkeitsinfo, das ist alles wichtig für den Anbau, wenn ihr Ackerbau betreiben wollt und so weiter. So, und eben diese Verbindungen, die ihr hier zwischen diesen einzelnen Städten und Posten habt, wenn die durchgehend sind, dann habt ihr diverse Vorteile. Ich habe also hier von Olvia, wo wir gestartet sind, über diesen Posten und so weiter, bis hier zu Velia ein Handelspfad quasi und dann von Velia zu Highline Handelspfad. Ich muss aber auch zum Beispiel hier bei diesem Bauernhof, ihr seht da dieses runde Ding, das heißt, da ist mein Arbeiter noch am Arbeiten, da muss ich auch eine Handelspfad hin haben. Spielt sich dann letztendlich, also ich sag mal, wie Spiele wie Siedler oder Banished in riesengroß. Aber wie gesagt, man schaltet die Sachen nicht ganz so schnell frei wie dort, denn es ist doch noch ein MMORPG drumherum, was ich euch jetzt quasi gar nicht gezeigt habe. So, ich lass mal den Wagen Richtung Velia fahren. So, fährt hier von alleine. So, und jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen. Denn die MMORPG-Geschichte finde ich auch sehr, sehr toll gemacht.
Aus dem einfachen Grund, weil sie ist auch anders als in anderen MMORPGs. Ihr habt bei normalen Spielen dieses Genres, habt ihr eine Hauptgeschichte, in der ihr meistens irgendwie die Welt retten müsst und ihr seid der eine, auf den alle gewartet haben, tut den großen, bösen Boss und hast mich gesehen, Helen, das ist hier nicht so. Ihr seid hier nicht der eine, sondern es gibt hier viele, viele kleine Geschichten, die alle zusammenpassen. Ihr erfahrt einzelne kleine Geschichten von einem Hof. Es gibt auch eine überspannende Story, also einen überspannenden Storybogen, der aber jetzt wirklich nicht wie in anderen MMORPGs eigentlich unlogisch ist, denn mit euch zusammen spielen ja tausende andere Spieler und es kann ja nicht jeder Spieler der sein, der die Welt rettet. Das kann ja wirklich nur einen geben. Das ist da ein bisschen komisch. Hier sind es wirklich hauptsächlich kleinere Storys, die aber auch sehr, sehr schön sind. So, jetzt hier Velia entgegen. Der Wagen ist leer. Ihr seht hier ab und an auch Wagen entlang fahren. Ihr seht da gibt es verschiedene Typen, die dann auch entsprechend die Ladung hinten drauf abbilden. Auch ein ganz kleines Detail. So, schade. Ich habe halt gedacht, ich würde noch weiterkommen, könnte euch noch viel, viel mehr zeigen von dem, was eigentlich das Sandbox-Charakter dieses Spiels ausmacht. Ich hoffe, das kann ich vielleicht das nächste Mal, aber ich wollte auf jeden Fall jetzt mal meinen ersten Eindruck von meinen ersten drei Wochen hier in Black Desert euch zeigen. Also mir gefällt es, ich bin richtig angefixt von dem Spiel. Also es ist wirklich ein Spiel wie Siedler, wie Banished Heroes mit vielen anderen Spielern. So, und damit gebe ich zurück ins Studio. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.